Hello Friends und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Montag, aua, und ich will mal wieder meine Schulwoche. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden, um einen Englisch-Vortrag fertig zu machen. Was fun? Nicht. Aber irgendwie ist es in unserem Haus so kalt. Ich weiß nicht warum. Aber ja, ich mache mir jetzt Frühstück. Wir haben gerade 6:30. Brekkie, Kaffee und Porridge mit Äpfeln. Das ist, by the way, der Outfit. Exciting as always. Ja, ich hatte mal wieder keinen Bock. Ich trage ein weißes Turtleneck, einen schwarzen Hoodie, eine Sporthose und so fette Schuhe, die ich meiner Mom geklaut habe. Geil, jetzt muss ich in die Schule. Ich habe gerade 2 Freistunden und bin deswegen zu Hause wieder für die Mittagspause. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich schneide ein Food Diary und drehe ein Intro dafür. Because, das könnt ihr eigentlich heute online stellen, wenn ich ein Thumbnail mache und so, wenn ich es hinkriege. Fingers crossed was. Und eigentlich müsste ich Geografie lernen. Boah, gar keinen Bock. Ich schreibe es am Donnerstag und am Freitag Kunst. Und heute hat hier mein News Report in Englisch. Das war eigentlich ganz gut, aber es war jetzt eh nicht so eine große Sache. Ich mache gerade YouTube Work and something amazing happened. Mein Paket von Chiquelle ist angekommen. Ich habe ja schon mal Sachen von denen bekommen. Und jetzt durfte ich mir wieder was aussuchen und das freut mich mega. Und ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk, ich bin so froh, dass die mit DHL liefern, weil ich habe das Gefühl, kein Paketdienst außer DHL kriegt das richtig auf die Reihe. Bei UPS muss ich immer irgendwo hinfahren und dieses blöde Paket abholen und das regt mich so auf. Und der Versand geht auch immer mega schnell und so. Die Absprache ist einfach und ich liebe die Anziehsachen. Deswegen, ja, ich werde es euch gleich zeigen. Und diese Jogginghose, wozu ich immer noch richtig viele Fragen kriege, woher die ist, diese Fliederfarbene, ist auch von Chiquelle. Und ja, ich werde euch gleich mal zeigen, was da drin ist. Ich freue mich mega. Okay, ich werde es jetzt zusammen mit euch öffnen. Because, ja, habe ich Bock drauf. Och nee, mein Schreibtisch ist so unordentlich. Und übrigens war ich irgendwie in der Sommermut, als ich bestellt habe. Ich hab nämlich 2 Röcke und 2 Tops bestellt und jetzt gucke ich so raus und es regnet die ganze Zeit. Ich denke mir so, es war jetzt vielleicht nicht so schlau. Aber ja, Sommer wird auch wieder kommen und deswegen, ne? Let's see what we got here. Okay, 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 okay. Oh, toll. Ich glaube, das sind tolle Sachen. Ich glaube, das sind wirklich tolle Sachen. Als erstes habe ich mir ein weißes Top bestellt. Ich habe so eins in der Art schon, aber ich liebe diese Art von Tops. Ich finde, es sieht einfach mega schön aus. Zwar ist es mit so dünnen Trägern und ich finde, keine Ahnung, ich finde, es schmeichelt so mega und macht irgendwie schmalere Schultern, habe ich das Gefühl. Wer kennt ihr diese breiten Tops? Ich finde, die machen immer breite Schultern. Bei so ganz dünnen Trägern ist es irgendwie viel schöner. Da habe ich mir einfach so ein schlichtes weißes Top in Größe S ausgesucht. Und ja, vor allem im Sommer kann man das einfach mit einer coolen Hotpants, einer Levi's Hotpants und einer verwaschenen tragen, so die so ein bisschen Mom-mäßig ist. Und dann you're good to go, sieht schon mega toll aus. In Größe S, bin mal gespannt, wie das sitzen wird. Dann machen wir weiter mit sowas ähnlichem in schwarz, weil gotta have those basics. Och, ist das süß. Und zwar ist es quasi das gleiche, nur in schwarz. Ein schwarzes Top, aber das hat ein bisschen einen anderen Ausschnitt und auch so ripped material. Und die sind halt beide cropped und ich hoffe mal, das sieht dann schön an mir aus. Oh Mann, jetzt will ich ja noch mehr Sommer haben. Ich will eh schon die ganze Zeit Sommer haben. Und dann habe ich mir noch 2 Röcke ausgesucht, weil wenn man so abends weggeht, dann trage ich immer lieber Röcke als Jeans und die sahen auf der Seite mega schön aus. So habe ich mir da diesen hier ausgesucht. Das ist einfach so ein schwarzer Minirock, aber das Coole ist, dass hier vorne so einen kleinen Schlitz hat. Ich kann jetzt gerade nicht so gut erkennen, aber das macht dadurch halt ein längeres Bein und ich hoffe, der wird gut sitzen. Ich habe alles in Größe S genommen. Und dann das letzte Teil, mega cool, ist eine Hose. Ich hoffe so sehr, dass sie gut aussehen wird. Ich habe Angst, weil Hosen kaufen bei mir. Ich sag's euch, es ist problematisch. Und zwar ist es eine schwarze Jeans, die so ein bisschen ein... Ich weiß nicht, ob es eine Mom-Jeans ist, ob es eine Boyfriend-Jeans ist, ob es eine Straight-Leg-Jeans ist. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall keine Skinny-Jeans. Ich kenne mich mit Jeans überhaupt nicht aus. Und zwar sieht die so aus. Ist halt schwarz und schlicht und hat hier vorne dann so einen eingebauten Gürtel, den man schon zumachen kann. Und ich weiß überhaupt nicht, ob mir das gefallen wird, ehrlich gesagt. Ich muss das auf jeden Fall getragen sehen.
kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich werde euch die Sachen noch angezogen zeigen und ich verlinke euch alles wie immer in der Infobox und blende euch hier meinen Rabattcode ein, dann könnt ihr auch sparen und so. Ja, finde ich toll. Okay, ich habe gerade die Jeans an und ganz ehrlich, also sie ist wirklich sehr, sehr eng. Ich habe Größe 36 genommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war, aber an sich finde ich die mega schön. Also die sitzt voll gut und macht halt qualitativ voll den guten Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, was ich von diesem Gürtel hier halten soll. Man kann ihn auch abmachen. Also ich muss den nicht damit tragen. Aber an sich macht die Hose schon. Macht die eine schöne Figur. Bin mir gerade voll unsicher, aber ich würde sagen, ja. I don't know. Ich glaube, ich finde sie ganz cool. Okay, ich habe jetzt gerade mein weißes Oberteil dazu angezogen, beziehungsweise meinen Hoodie ausgezogen. Weil irgendwie kann ich das dann besser beurteilen. Und ich muss sagen, I like it. Also ich mag die wirklich gerne. Hätte ich nicht gedacht, dass sie mir gefällt, aber yay. Und wie ihr sehen könnt, kann man den Gürtel ganz einfach rausmachen und dann hat man einfach eine schlichte, coole Jeans, die auch nicht so lang ist und keine Ahnung. Ich finde, die sitzt echt gut. Also, sowas habe ich nicht und I really, really like it. Okay, ganz ehrlich, das, was ich gerade trage, ist der perfekte Minirock. Oh mein Gott. Ich finde, der schmiegt sich so schön den Beinen an und macht wirklich mega die gute Figur. Auch hier mit dem Schlitz, dann hat man noch so ein bisschen Freiheit, kann sich bewegen. What the heck? I'm in love. Ich finde es mega schön. Es hat auch eine richtig gute Länge. Also er ist schon kurz. Ich mag es nicht, wenn Röcke lang sind. Aber er ist nicht zu kurz. Ich wünschte, ich hätte ihn schon vom Wochenende gehabt. Dann hätte ich den auf eine Party anziehen können. Aber ja, oh, ich mag das richtig gerne. Und ich liebe Röcke. Ich freue mich gerade richtig. Der passt auch so gut und der ist voll stretchy. Also der ist eng, aber trotzdem stretchy. Toll. Toll. Einfach toll. Das ist das schwarze Top. Also, ja, was soll ich groß dazu sagen? So. Es ist halt ein schwarzes Top, aber ich finde es cute. Und es sitzt angenehm, stretchy, schmiegt sich schön an. Ja, really like it. Und ich meine, so ein schwarzes Top, das kann man für alles anziehen. Sport, chillen im Sommer. Yay. So, lastly haben wir das weiße Top. Ich fände es auch schöner, wenn es ein trägerloser BH wäre, weil es sieht halt voll schön aus, wenn man nur diese dünnen Träger hat. Aber ja, ich habe keinen, deswegen like this, aber an sich auch kinda cute und sitzt ganz gut. So, it's lit. I'm gonna go back to school now. Ich habe gerade was gegessen und ich will jetzt fahren, weil gerade scheint die Sonne und ich habe Angst, dass es anfängt zu regnen, weil gerade muss ich durch den Regen fahren. Und ja, oh mein Gott, meine Haut! Ah, ich raste so aus. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, ein Freund von mir hat mir einfach in die Schule einen Red Bull mitgebracht. Ich fand das so süß. Ich hatte halt so in meiner Story, dass ich schon um 5 Uhr aufgestanden bin wegen diesem Vortrag. Keine Ahnung, ich fand es irgendwie total knuffig. Wollte ich euch zeigen. Und ja, jetzt mache ich mir noch einen Tee. Dann geht's back in the school. So, ich habe gerade gechillt und was für Instagram gemacht. Und jetzt werde ich mir einen Matcha Latte machen, weil es ist 4:45 und eigentlich will ich einen Kaffee trinken, aber ich glaube, es ist zu spät für einen Kaffee, weil 4:45 ist wirklich spät. Und dann werde ich mir einen Matcha machen und dann werde ich jetzt mal anfangen, meine Geografie-Zusammenfassung einfach mal durchzulesen. Ja, that's the plan. Good morning, peoples. This is today's outfit, Top und Hose Chiquelle und ich bin so in love, wirklich. Ich finde das Outfit total toll. Diese Jacke habe ich gerade von meiner Mom geklaut und ja, ich habe schon Kaffee getrunken, Frühstück nehme ich mir mit. Ich muss jetzt in das School gehen. I'm back at home from school, war eigentlich okay wie immer und ich koche gerade und zwar mache ich mir einfach ein Gemüsecurry, brate gerade Aubergine an, da kommt dann noch Zucchini rein mit Kokosmilch und so. Richtig geil. Nach habe ich Nachhilfe und Zumba. Oh, Hilfe. Ich habe jetzt einfach noch Karotten und Spinat da reingegeben. Und dazu wird es ein vegetarisches Schnitzel geben. Geilo. Das ist mein Lunch. So, ich habe gegessen und ein YouTube-Video geschaut und ich werde jetzt einen Mittagsschlaf machen und dann mich an Geografie lernen setzen. Ja, genau. That's the plan.
sind einkaufen bei Aldi. Hallo. Tschüss. Gerade 6 Uhr. Nee, ich muss aufstehen. Heute ist Mittwoch. Ja, genau, heute ist Mittwoch. Und ich habe gestern nicht mehr gevloggt, weil mir was unglaublich Dummes passiert ist. Also mir ist halt meine Kamera runtergefallen, beziehungsweise sie ist so hängen geblieben in so einer Schublade. Ist ein bisschen schwer zu erklären und dann ist sie runtergefallen. Und jetzt ist sie kaputt. Also ich glaube, das Objektiv ist kaputt, weil ich kann halt noch so die Aufnahmen angucken und so. Der Display, das funktioniert alles nur das Objektiv irgendwie. Ich kann halt nichts mehr aufnehmen. Und ja, dann habe ich gestern nicht mehr gevloggt. Ich vlogge jetzt gerade mit dem Handy weiter, aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht so ein langes Video oder so. Ja, ich bin auch ziemlich genervt, weil die Kamera war arschteuer. Jetzt noch nicht so alt. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Ich werde am Wochenende, wenn ich Zeit habe, zu Saturn fahren und hoffen, dass sie es reparieren können. Genau, auf jeden Fall werde ich jetzt in die Schule gehen und dann heute Mittag habe ich schon um 12.15 Uhr aus. Vielleicht gehe ich mit meinen Eltern zum Italiener. Die sind jetzt wieder aus dem Urlaub zurück. Oder, ja, nicht. Dann fahre ich nach Hause und sonst muss ich heute lernen, eigentlich relativ viel. Genau, das ist so der Plan. Hab schon gefrühstückt, heute Morgen geduscht und so. Ja, und ich war dann gestern noch im Zimmer und in der Nachhilfe. Das war eigentlich alles soweit ganz gut, aber es nervt mich mit der Kamera. By the way, dieser Outfit. Ich trage eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Hoodie und einfach einen Mantel von meiner Mom drüber und meine Air Force. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Am ersten Tag? Mhm. Aber an dem Abend war ich... Good morning. Peoples, ich weiß, dass es People heißt, aber Peoples, keine Ahnung, klingt besser. Heute ist Donnerstag, ich schreibe jetzt gleich meine Geo-Klausur, beziehungsweise habe Englisch eine Freistunde und dann schreibe ich Geo. Und ja, ich habe mega Angst, weil wir müssen eine Wirtschaftsraumanalyse machen und wie habe ich sowas noch nie gemacht und noch nie geschrieben. Das ist die einzige Arbeit, die ich in Geo schreibe, also auch meine letzte. Das heißt, das ist bestimmt so mäßig meine Note und ich bin so, ja. Aber egal, übrigens kriege ich es nicht so richtig auf die Reihe mit dem Handy zu vloggen, weil, keine Ahnung, ist irgendwie voll kacke. Ich hoffe einfach, dass ich bald meine Kamera repariert habe und dann wieder gescheit Videos produzieren kann und so. Ich habe auch noch einen Vlog vom Wochenende und ein Get Ready With Us, aber es ist irgendwie trotzdem mega scheiße. Ja, Frühstück nehme ich mir wieder mit. Das esse ich dann gleich in der Stunde, wo ich Zeit habe. Ja, ach, ich wollte euch mein Outfit zeigen. Ups, ich trage ein weißes Turtleneck von... Wo ist das nochmal? Weiß ich gerade nicht. Dann ein Jeansrock. Von weiß ich auch nicht. Gürtel, Lackschuhe von Paul Green. Diese Jacke von H&M. Und mein Schmuck ist von Happiness Boutique. Yay! Warst du gestern so lang? Lecker. Whoop, study time. Hab einen Kaffee gemacht und hab mich jetzt hier hingesetzt und muss eine Zusammenfassung schreiben, weil.
Ich schreibe morgen meine Kunstklausur, aber wupp, wupp, ich habe die letzte Geo-Klausur in meinem Leben rum. Done. Never ever doing something again für dieses blöde Fach. Also, ja, ich mag es schon, aber dafür zu lernen ist heller anstrengend. Und das war echt immer so eins der Fächer mit dem meisten Aufwand. Die meisten zum Lernen, jetzt ist es weg, nie mehr wieder. I'm so happy, es ist so wunderschön. Ach so, und übrigens kommt Leonie heute Abend, dann schauen wir GNTM. Freue mich mega. Yes, ich hoffe, ich schaffe davor alles, was ich zu tun habe. Mein Gott, meine Mama hat Apfelkuchen gebacken. Geil oder geil? Ich werde jetzt erstmal ein Stück davon nehmen. Oh mein Gott, dieser Kuchen, also das Apfelkuchen, der ist einfach noch warm. Viel zu geil, wirklich. Dinner, ich habe mir Porridge gemacht, dann habe ich da Apfelmus drauf, dann Joghurt drauf und dann Bananen drauf und dann Zimt. Hat mir jemand auf Instagram geschrieben, dass ich das mal probieren soll. Und ich bin hella excited, wie das schmeckt. Übrigens habe ich davor auch schon so Zucchini und so weiter gegessen. Ich will es mal probieren. Okay. Ach ja. Okay, ich war gerade low-key überfordert mit meinem Leben. Ich liebe es, keine Kamera zu haben. Let's try this. What the fuck? Geil. Oh mein Gott, schmeckt das geil. Und ist vegan, weil ich habe Hafermilch genommen und Sojamo-Joghurt. Es schmeckt einfach wie so ein geiler Apfel-Rahmkuchen. Das ist wirklich geil. So, wir gucken gerade GNTM. Haben noch Eis gegessen, so as always. Und ich fand die Folge diesmal voll gut. Es war irgendwie voll interessant mit dem Reporter und so. Ich glaube, das ist der letzte Tag, wo ich Schule haben werde. Wegen Corona. Ich finde das alles so crazy, die ganze Situation. Ich habe darüber ja nie geredet, aber so langsam wird es mir echt zu krass. Aber ja, ich schreibe jetzt erstmal eine Kunstklausur und ich habe nicht so gut gelernt. Raffendies und du denkst dir so. Scheiße. Leute, unsere Lehrer sagen einfach die ganze Zeit, dass wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen vorm Abi und so. Das scares mich. Ich finde das mega gruselig alles. Das ist mir echt eine Nummer zu eik. So, ich sitze zu Hause. Es gibt Mittagessen. Ich vlogge ein bisschen Salat und Flammkuchen für mich mit Lachs. Meine Eltern Schinken in der Mutter. Yes. Beautiful. Ganz ehrlich, wenigstens ist das Wetter schön bei den ganzen Problemen mit Corona. Wir haben jetzt nämlich offiziell die Nachricht, dass unsere Schulen ab Dienstag dicht sind für 5 Wochen. Ich spreche da, glaube ich, nachher nochmal drüber. Aber ja, muss jetzt erstmal in die Nachhilfe. Du bist neu? Ja, von Chiquel. Danke. Ja, voll Glück, dass sie passt, die Hose. Ja, gell, voll gut. Ja. So, wir gehen jetzt zu Real, hatten gerade Nachhilfe. Sky is pretty. Das ist Eindecken. Ja, echt so Hamsterkäufe. Ja, gibt's einfach den neuen Ben Clarys. Endlich, ich hab's niemals für möglich gehalten. Echt so, das wird sich jetzt nicht gegönnt. Und zwar Netflix und chill, weil heute ist die neue Staffel Elite rausgekommen. Es ist ein wunderschöner Tag. Yeah. This is true love. Aua, oh Gott. Ich wollte hier gerade eine coole Aufnahme machen. Ha. Ups. Oh Gott, sieht das toll aus. We are at Leonies und machen Rehabs, aber mein Handy lädt, deswegen kann ich es nicht filmen. Das hier benutzen wir natürlich mal wieder vegan. Sieht uns über die Batterie. Warum macht mein Handy so eine hässliche Farbe? Sieht voll gelb aus. Und hier ist unser Gemüse, dann haben wir noch eine Soße. Und the Rehabs. Und die Maus. Toll. Yes, yes, yes. Freunde, the moment has come, it has arrived. Gott! Scheiße. Oh nee, es geht ja jetzt mal wieder. Was geht hier? Danke. Wir machen jetzt nämlich einen Taste-Test. Oh mein Gott, wir haben es richtig geil antauen lassen. Und zwar ist es die Netflix Edition von Ben & Jerry's. Ich lese mal die Beschreibung vor. Okay. Peanut butter ice cream with sweet and salty pretzel swirls and brownie pieces.
Oh mein Gott. Vor allem, wir folgen halt der Ben & Jerry's Instagram-Seite und wir haben das da so gesehen. Natürlich, weil wir sind Fangirls. Und dann habe ich Marieke das mal geschickt und wir wussten, dass es hier das nicht geben wird, weil unser Real sowas nie weil hat. Weil wir in einem Café. Und jetzt, das ist meine Schwester. Ist es soweit? Zeig mal. Naja, sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus. Ich weiß. Oh mein Gott! Ich habe so hohe Erwartungen. Wirklich. Wenn das nicht geil ist. Cheers. Straight 10 out of 10. Was ist das für eine geile Scheiße? Fuck man, schmeckt das geil. Es schmeckt wirklich... 1:1 wie Erdnussbutter. Es schmeckt wie Reese's. Wenn ihr Reese's kennt, es schmeckt wie Reese's. Aber, oh mein Gott, hier sind die Brownie-Stückchen. Alter, ist das ein geiler Scheiß. Fuck, Mann. Und wir haben die sind geil, aber klein. Und wir haben gerade übrigens Elite. Oh. Wir haben übrigens oh mein Gott. Elite angefangen. Die dritte Staffel. Das ist eine 10. Mhm. Das ist gerade die perfekte Kombination Elite und Eis. Schau jetzt weiter. Oh, mein Vater ist da. Ich war gerade bei der Nachhilfe, lol. Hatte natürlich mal wieder eine Jogginghose an und ich mache euch gleich einen Haul. Hab nämlich einiges noch gekauft für Abi-Vorbereitung und Food und so. Ein Bag at home and a package arrived. Whoop. Übrigens, no ad. Ich muss euch das nicht zeigen. Ich habe das geschickt bekommen, aber ich poste damit ein Bild auf Instagram, so... Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber ich durfte mir was bei Ideal of Sweden aufsuchen. Ich fand's mega cool, meine Hemdhülle. Diese hier, die ist fire und die ist auch von Ideal of Sweden. Und die Qualität ist halt mega nice und ich benutze sie zurzeit wieder. Also ich wechsle klar meine Hüllen ab, weil ich will nicht immer das gleiche sehen, aber ich finde die wirklich richtig geil. Die gibt's nicht mehr genau, die, aber es gibt andere, die auf jeden Fall auch mega sind. Guckt da gerne mal vorbei. Aber weil ich schon zwei Hüllen habe, die mir sehr gut gefallen, habe ich mir jetzt was anderes bestellt. Und da bin ich so excited für, weil... Ich hasse es, wenn mein Handy leer ist. Und ich muss sagen, das passiert bei mir relativ selten, weil der Akku gut ist. Aber still, wenn man unterwegs ist, dann kann eine Powerbank nichts schaden. Und ich habe keine. Deswegen, ja, habe ich mir da eine ausgesucht. Which is amazing. Och Gott, ist die schön. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann habe ich mir noch einen Schlüsselanhänger ausgesucht. Ich bin so ein Kandidat, ich verliere immer meinen Schlüssel und ich dachte mir, vielleicht durch einen schönen Schlüsselanhänger passiert es nicht. Oh, ist der schön. Und der ist ganz schlicht einfach so schwarz in so Schlangenoptik mit einem goldenen Ring. Da steht Ideal of Sweden drauf. Ja, fand ich auf jeden Fall mega cute. Und diese Fashion Powerbank, die hat 2,1 Ampere. 500, ach. Vor allem nicht von so technischen Daten habe ich leider gar keinen Plan. Aber... zeig euch das jetzt mal. What it looks like. Oh, da kommt sogar ein Kabel dazu. Ach, aber um die Powerbank zu laden, ne? Ja, obviously. Oh, ist die schön. Wow. Wow, ich habe gedacht, die ist viel größer. Guck mal, wie klein die ist. Voll handlich. Passt sogar in meine kleinen Handtaschen. Und die sind wie auch gar nicht so schwer. Voll cool. Food. So, was gibt's hier? Oh geil, Curry. And Rice. Das schmeckt nach leichte Leichsoße. Okay, Peoples, welcome to this little real talk. Ich dachte mir, ich will einfach mal kurz so über meine aktuelle Situation reden. Entschuldigt mein Visage und insgesamt alles. I'm done, so insgesamt. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen mit euch über die aktuelle Situation talken, weil in meiner Meinung nach ist das alles gerade richtig crazy. Also ich habe halt ab Dienstag 5 Wochen lang keine Schule mehr. Und dann nach diesen 5 Wochen, also in 6 Wochen glaube ich, ich habe es mir noch nicht genau im Kalender angeguckt, schreibe ich mein Abitur. Trotz allem, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass es verschoben wird. Und ja, das heißt, ich bin jetzt mit der Vorbereitung und allem komplett auf mich alleine gestellt. Und ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert und ich finde es auch ziemlich furchteinflößend, was so auf der Welt alles abgeht.
Und das ist auch sehr egoistisch, dann nur so an sich selbst und sein Abi zu denken. Aber bei mir ist es halt gerade so, was mich so am meisten bewegt und woran ich denken muss. Und ich wollte mal fragen, was für Videos ich in der Zeit drehen soll. Also ob ihr irgendwie sehen wollt, wie ich meinen Tag strukturiere, wie ich lerne und so weiter. Weil ja, ich muss das jetzt auch erst alles mal planen und so, da irgendwie wieder in den Rhythmus kommen. Das Problem ist, dass meine Kamera kaputt gegangen ist. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt irgendwelche Videos filmen werde, wenn dann nur mit dem Handy. Und dass die Qualität halt so, wie sie gerade ist. Also ich weiß nicht, wie die ist. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, so ist es jetzt. Am Montag schreibe ich nochmal eine 6-stündige Deutschklausur, also quasi vor Abi. Das wird noch stattfinden. Dann haben wir eine Infoveranstaltung in der 7. Stunde, wo wir dann sehen werden, wie es weitergeht und halt Infos kriegen. Und dann ab Dienstag keine Schule mehr. Und ich hätte halt auch am Mittwoch Mathe geschrieben und so. Die ganzen Klausuren werden wahrscheinlich nach hinten verlegt. Wir wissen nicht, ob wir Abi-Streich haben werden, ob wir Mottowoche haben werden, etc. pp. Ich weiß, in anderen Bundesländern ist es noch anders, weil die ja früher Abi schreiben würden als wir. Aber in Baden-Württemberg ist ja immer relativ spät. Aber ja, ich wollte da nur kurz ein bisschen darüber reden und meine Gedanken, weil ich fühle mich wie in einem Film. Und ja, meine Eltern haben mir verboten, ins Gym zu gehen, alle Clubs schließen. Man kann nicht ins Kino gehen. Keine Ahnung, irgendwie muss man sich selbst so ein bisschen isolieren und ich finde es alles strange und ja. Nevertheless, wollte ich euch auch noch einen kleinen Hordi-Hordi machen, weil ich war bei Müller gerade noch und habe ein paar Sachen gekauft, auch für die Abi-Vorbereitung etc. pp. Und Essen, das wollte ich euch jetzt zeigen. Als erstes habe ich so ein geiles Müsli gekauft, das ich da gefunden habe und ich habe das früher mal gegessen. Das ist von Köln, dieses Schoko. Keks Kakao Müsli, das einfach mit kalter Milch. Krank geil. Oh mein Gott, Himbeer Frischkäsekuchen. Fuck, warum steht da so ein geiles Rezept drauf? Naja, auf jeden Fall hat eine Menge Kalorien, ist nicht gesund, aber ist geil. Dann habe ich mir noch 2 Milch mitgebracht. I don't know, vielleicht schließen irgendwann auch die Supermärkte. Ich will jetzt keine Panik hier schieben, aber ja. 2 Barista Hafer, 1 normale Hafer. Trinke ich ja sowieso eh immer. Dann habe ich mir 2 Suppen mitgenommen, weil die nicht viel gekostet haben. Nur 1,99. Einmal Karotten-Kokossuppe und einmal rote Linsensuppe. Very delicious. Ich kenne die, glaube ich. Jeder kennt die auf jeden Fall auch schon. Die schmeckt gut. Und dann noch 2 Beauty-Produkte. Einmal einen neuen Nagellack, weil ich trage immer nur diesen lilanen und den blauen. Jetzt wollte ich noch mal so einen grünen. Ich mag halt Pastellfarben mega gerne. Das ist die Farbe 96 Nap Green von Catrice. Und dann noch eine Maske, weil die werde ich mal heute Abend machen. Ich werde heute Abend ein bisschen Spa-Day machen. Ich muss jetzt nämlich gleich lernen und dann werde ich heute Abend baden gehen, eine Maske machen und so weiter. Weil man muss ja auch immer das Beste aus der Situation machen. Und dann habe ich 4 für mein Abi gekauft, weil ich habe mir überlegt, ich werde für jedes Fach, in dem ich Abitur schreibe, mir einen Ordner anlegen und dann einfach alles reintun, was ich lernen werde. Also Mathe, Englisch, Französisch, Deutsch. Und ja, das habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir noch einen fetten Block gekauft. Einfach so einen billigen mit 160 Seiten, wo ich dann alle Matheaufgaben reinmachen kann. Und dann noch einen schönen mit besserer Qualität, wo ich dann wichtige... Oh mein... Ich habe liniert gekauft. Oh scheiße, warum habe ich liniert gekauft? Ich wollte kariert haben. Na egal, jetzt habe ich einen linierten Block. Und jetzt ehrlich gesagt echt kacke. Aber ja, das war, was ich gekauft habe. Und ich würde auch sagen, das war es an dieser Stelle mit dem Video. Ich werde am Montag wieder wahrscheinlich anfangen zu vloggen. Nach der Klausur, wenn ich weiß, wie es weitergeht und so. Weil ja, heute ist Samstag. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zu der aktuellen Situation in die Kommentare. Ich freue mich echt mega. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich so ein bisschen auszutauschen. Und ja, dann folgt mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Da keep ich euch auch geupdatet. Da habe ich auch gestern in meiner Story ein bisschen über die Situation geredet, als ich das halt alles neu erfahren habe mit der Schule. Und ja, dann gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!